Folge Nummer 52 von Oxygen Not Included. Wir haben letztes Mal zum Schluss noch hier einen aufsteigen lassen. Ist jetzt nicht das Entscheidende. Wir haben aber hier unten, sind wir auf dem Weg mit der Schleuse zu bauen. Jetzt muss man nur gucken. Hier muss noch so ein Teil dann hin, glaube ich, oder? Sag schon. Mauerstein, oder? Damit das hier zu ist, oder? Verstehe ich das falsch? Ich weiß nicht. Ich meine, dieses wäre jetzt hier die Schleuse dann, ne? Naja, da muss noch einiges gebaut werden. Damit hier unten dann sicherheitshalber, ne? Mehr geschützt sind. Ja. Muss werden. So, wenn die da durchgehen, dann wollten wir hier zumachen, ne? Oder wie war das? Nee, da nicht. Oder doch da? Nee, hier wollten wir zumachen. Hier geht der Weg nicht da lang, aber hier ist auch schon mit der Luft schäbig, oder? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das sind wie viel Prozent? Da, 62. Ja, hier ist irgendwie verschmutzte Erde. Haben wir keinen Kompost? Doch, haben wir doch, oder? Wo war denn der Kompost? Ja. Keine Ahnung, wo der Kompost war. Da. Da ist auch Platz noch dran, oder? Wie sieht's mit Essen überhaupt aus? 14.000, das ist noch okay. Ja. Er läuft da. Bin mir jetzt nicht so sicher, ne? Machen wir hier Sauerstoff gerade an. Hier ist Sauerstoff. Hier ist jetzt gerade nicht so gut. Hier oben wird es ein bisschen besser. Hier hinten ist es tatsächlich sogar gut. Und hier oben ist auch gut Sauerstoff. Hier ist natürlich super gut Sauerstoff, ne? Aber das war da schon vorher dran, würde ich sagen. Ja. Okay. Einer muss hier noch sterben, oder? Ah ne, das war nicht der, der da unten war. Aber das sind ja schon jetzt drei drin, ne? Gibt's hier noch irgendwo was? Nein. Hungerzeit bis zum Tod, 3,7 Zyklen. 1,4 Zyklen. 3,7 und der verhungert nicht, der ist nur hungrig, okay. Kohle, Sand, naja, müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Hier gibt es zu essen auf jeden Fall, 16.000 haben wir. Außerhalb des Gewächshauses, ach, weil da oben immer noch nicht zu ist. Prio 6 nochmal dazu. Ja, dann geht's, ne? Wo ist denn das mit dem Essen? Oh ne, haben wir gerade was reingetan. Okay, dann sollten die jetzt was zu essen kriegen. Der ist hungrig. Der verhungert. Der verhungert. Der war 3,7, aber ne? 3,6, okay. Ist denn da jetzt ordentlich was drin? Nein, ne? Inhalt ist nix. Da war nicht viel reingekommen dann. Was kriegen die denn hier? Pockepanzer kriegen, verrottete Haufen, verschmutzte Erde. Haben wir doch eigentlich alles, ne? Komisch. Oh, die Schleuse ist schon fertig geworden. Sehr gut. Dann mach das mal höher. Jetzt brauchen wir einen Schutzanzug-Dock noch.
Können wir aber nicht. Was fehlt da? Veredelte Metalle. Okay, da ist was im Drucker. Arbor-Eichel, haben wir schon eine. Jetzt noch einen dazunehmen und wir haben mit unseren 12.000 schon so ein Essensproblem. Das heißt, wir nehmen doch die Eichel. Ja, das sind die beiden, die hier motivationstechnisch sowieso nicht so gut drauf. Und der eine geht sogar noch höher. Aber. Ja, der hat das schon, ne? Weiß ich nicht, was wir da noch machen. Kunstgrundlagen haben wir schon. Hat er? Ach, er hat Kunstgrundlagen. Das würde bedeuten, er könnte auch den zweiten Punkt hier machen, oder? Da haben wir. Das ist hier oben ist voll ausgefüllt. Das reicht jetzt. Erstmal. Tragfähigkeit. Hier unten verbesserte Stärke. Aufräumen. Vielleicht sollte man mal ein bisschen aufräumen lassen. Ja. Und er war ja ausgeglichen. Den müssen wir erst noch lassen. Gut. Gut. Jetzt wird geschlafen da. Wie weit ist das Ei mit dem Pufflet? 64. Da ist schon das nächste, ne? Da ist das Fleisch. Und das wird bestimmt noch zum verrotteten Haufen, ne? Da ist ein Salber-Hatchling und das ist ein normaler Hatchling. Hatch. Ja, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir das mit dem Gas hinkriegen. Ja. Dock. Wir wollten beim Dock. Dafür brauchen wir Kupfererz haben wir da und Eisenerz haben wir da. Was haben wir hier? Kupfererz. Ja, könnte man hier auch herstellen, ne? Hier sind die Prioritäten. Ah, da ist 2 und da ist 5. Na, super geklappt, ne? Da machen wir mal eine 3 raus. So, er hat jetzt hier sein Ding dazu gekriegt. Achso, die Hüte, da sollten wir vielleicht mal, mal gucken gerade, oder? Aha. Super schweres Kram, ne, dann bleibt das schon mal so. Viehzucht 2. Hat er ja schon. Das müsste Forschung, Feldstudien sein. Wo sind die Feldstudien da? Aber der... Achso, ich muss umschalten, dann geht's auch, ne? Okay, da müsste ja eigentlich noch was mehr gehen dann, ne? Was ist das? Astronomie. Ach, ist es schon, ne? Grillen. Ja. Der müsste mal aufsteigen hier, ne? Otto macht Viehzucht. Ja, lass Otto mal bei der Viehzucht. Hier mal Architekten. Verbessertes Basteln. Und Ari ist verbesserter Bau. Okay. Soweit, so gut. Die bauen hier unten gerade viel, ne? Wo gehen sie denn jetzt hin? Kein Strom an der Schleuse, dann dauert das zu lange. Ach, hier wird weiter gebaut, oder was? Okay. Kein Sauerstoff mehr. Hat er hier irgendwo Sauerstoff gefunden oder was? Okay. Sehr interessant. Baut er dann weiter oder nicht? Wohl nicht. Hm.
kommt er wieder zum Bauen. Da oben brauche Sauerstoff. Na super. Nahrung verfault. Verdorbene Mehlaus. Ja, okay, dann lasse verfaulen, weil dann könnten die das da hier, die Dingsterbumster kriegen. Wie heißen sie? Die Pokerpanzer. Okay. Aber doch, hier ist einer jetzt fertig geworden. Sehr schön. 66. Auf jeden Fall gibt es hier Strom. Hier ist schlecht isoliert wohl, ne? Hier ist schon lauter Dingens drin, ne? Erdgas. Ja, wir müssen gucken, dass wir hier den Dingens fertig kriegen. Ja, da fehlt es immer noch an Ressourcen. Gelieferte Erde, okay. Die sind jetzt zu dritt da, oder was? Ach so, einer macht da weiter. Gedüngt. Und er baut da. Ah, abgebaut ist sogar schon worden. Naja, das ist schwierig. Wir müssen definitiv eigentlich zusehen, dass wir hier erst fertig werden. Und das Wasser ist 48 Grad. Und der ist auch aktiv, ne? Kaltdampfschlot. Er ist hier ganz gemütlich am Rumfahren. 11.000 Essen nur noch. Das ist auch nicht so viel, ne? Wir haben keine Algen mehr. Oder keine Algen hingebracht. Das ist jetzt die Frage. Alge 0 Kilo. Okay, das ist nicht gut. Hier sind keine Algen. Hier auch nicht. Hier gibt es noch Algen. Dann würde ich sagen, machen wir mal diese Algen gerade hier weg. Damit wir ein paar Algen kriegen. Hier gibt es nichts. Da ist Schleim, da auch. Hier ist alles nichts, was wir brauchen. Keine Ahnung, was wir davor hatten. Ton. Das sieht so aus, als ob wir keine Algen wirklich mehr haben. Ach, guck mal, hier sind noch Algen. Sieht nur nicht so grün aus, ne? Müssen wir da nur ein bisschen stehen lassen, ne? Okay. Essen gibt's noch. 10.000. Ja, hier kommen dann ein paar Pflanzen auf einmal wahrscheinlich. Wie ist denn mit temperaturmäßig? Okay, die sind jetzt hier noch zu warm wahrscheinlich, ne? Körpertemperatur. Wachstum stoppt, Beleuchtung. Wie? Ach, das ist eine Dornenblüte. Ach so. Wenn hier Dornenblüten sind, dann müssen wir natürlich Licht anmachen, ne? Und das wäre jetzt nicht so eine tolle Idee dann. Das ist auch eine Dornenblüte hier. Das ist das einzige Mehlholz ist da. Und da. Gut, kriegen wir auch noch hin. Dann geht einer noch was zu essen holen? Ne. Okay, hier ist noch ein Stein mehr geworden, aber so richtig, wirklich. Das ist nicht positiv. Hier haben wir den Salbei-Hatchling, ne? Ja. Ist hier wieder kein Strom. Ah, guck mal, da ist ein Dingens hier. Pufflet-Prinz. Winziges Baby ist doch schon geschlüpft, oder ist es von alleine hier geschlüpft aus dem Ding? Ich glaube, es ist alleine geschlüpft.
Das lag ja hier, ne? Krass. Na dann. Schläft Bart, okay. Dann wollen wir hoffen, dass wir es hinkriegen mit dem Pufflets. Okay, da sind zwei jetzt, aber einer läuft geradeaus. Ah, da wird Material gebracht. Das heißt, da wird irgendeine Leitung gebaut. Aber das war jetzt nicht so dolle, ne? Okay, der Anschluss wird gebaut. Der Anschluss wird gebaut. Wir sind kurz davor, diese Pumpe fertig zu kriegen. Er hat keinen Sauerstoff. Sie holt was, oder? Aber es wird auch da gebaut. Ach, knapp, aber dauert noch. Was bringt er denn? Dreckiges Wasser? Ach so, er wird hier ernten. Ernten, düngen. Okay, der wächst dann wieder. Wo geht er hin? Otto baut hier bestimmt weiter. Das ist natürlich ein bisschen doof mit den Türen, dass die jetzt hier nicht aufgehen, ne? Wegen kein Strom. Fertig? Ah, er hätte jetzt den noch machen können in meinen Augen, ne? Ja, ist echt ärgerlich. Warte mal. Nichts ist falsch. Wie ist denn hier die Lüftung? Er pumpt alles rein mit dem Erdgas. Das Erdgas muss dann da gefiltert werden. Okay. Das heißt, er soll da nicht atembares Gas und zwar Erdgas machen. Ja, Anzüge gehen noch nicht, wegen fehlenden Bereiten. Doch, geht. Schutzanzug. Zack. Warte mal, bin dann gleich auf 9. So, und dann hier wegbauen, oder? Ja. Zerlegen auf 9. Zerlegen auf 9. Da machen wir eine Sperre rein. Und hier kommt auch noch eine Tür rein. Zerlegen. Mach erstmal so. Hier ist eine Schleuse, die auf 9 ist. Ne, auf 8. Dann machen wir die auf 9, damit es da auch noch dicht wird. Ah, wir haben Algen gekriegt. Es gibt Sauerstoff. Okay, das ist nicht so ganz prickelnd hier. Die haben bestimmt nicht gut geschlafen. Zu wenig Sauerstoff. Okay, da wird abgebaut. Das heißt, wir können den Stein da hinsetzen. Prio ändern. Und ich baue das da einer fertig. Die 100 Kilo Kupfer müssen dahin. Okay. Es ist schon auf 9. Es ist auch auf 9. Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch einen zweiten dahin kriegen, ne? Stationen, aber geht nicht. Fehlendes Zeug. Ist auf 6, ist auf 3. Da fehlt auch noch einer.
73. Der Brutautomat braucht länger, wie die selber ausschlüpfen, ne? Okay, da kommt jemand. Kohle aufgenommen, okay. Hier wird Wasser sauber gemacht, okay. Na, die Prio müssen wir hier wahrscheinlich auch noch setzen auf 9 mal gerade. So. Da werden Algen irgendwo hingebracht. Okay. Das müssen wir dann überlegen, ob wir das dann noch machen hier, wenn wir dann Schutzanzuggeschichte haben, ne? Aber die Schutzanzuggeschichte braucht natürlich auch noch Sauerstoff, ne? Gut. Ich weiß nicht, ob das hier was wird. Körpertemperatur zu warm. So, jetzt ist das Ding zu. Prio 9 hier setzen, damit die da wieder durchkommen. Der da unten wird ja sonst gar nicht befreit. Oder? Nee, der kann da nicht mehr raus. Ist er satt? Sieht so aus. Auf jeden Fall zahm. 74%. Rohr blockiert. Wo ist denn das Rohr blockiert? Also er kriegt doch Sauerstoff. Dingens damit. Was kommt denn dann hier raus? Nix. Überdruck in der Lüftung, okay. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Da geht einer mit Kupfer spazieren. Ah, das wird da gemacht. Ah, hier ist frei. Tja. Jetzt müssen wir gucken. Eine Farm gibt es hier auf jeden Fall auch. Was macht er? Ach, er holt sich die Mail aus da. Ja. Das ist fertig. Ach, Strom fehlt uns auch noch. Kabel. Leiterkabel. Ne, Kabel. Kupfer. Ja, ist so. Bleibt so. Ja, geht nicht anders jetzt gerade. Hier ist nichts passiert. So, wir sind aber schon bei 25 Minuten, sehe ich gerade. Die Wege sind natürlich jetzt gerade hier ein bisschen weiter geworden. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Jetzt kommt hier jemand mit Kupfer in der Hand, aber ich glaube, das Kupfer wird woanders für genommen, oder? Ja, da wäre einfacher gewesen, oder? Weiß ich nicht. Aber nee, die Person geht da runter, dann will ich es auch noch sehen. Geht doch zum Erdgas, oder? Hoffentlich reicht das für beide Stellen und dass die fertig werden. Da blinkt auch Strom. Achso, ja, weil die Leitung noch nicht fertig ist. Die bauen wir ja gerade. Nee, diese Person geht jetzt woanders das hinbringen, oder was? Zu dieser Schleuse, oder was? Oh, super. Dies wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Naja.
Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss.